Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Summer in Mara. Wir sind noch auf dieser gruseligen Insel, da wollen wir aber ganz schnell wieder weg, würde ich sagen. Die ist wirklich unheimlich. Obwohl irgendwie das pink-lilane Wasser hier hat schon irgendwas, muss man ehrlich sagen. Aber ja, es ist düster, ungemütliches Wetter. Wir können noch, das hier können wir mal noch mitnehmen eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es einen Sinn macht. Warte mal. Ich gehe mal über die Westseite, weil ich weiß nicht, ob es einen Sinn macht, sich da links mal die Karte anzuschauen. Hier könnten natürlich auch noch Postkrabben rumschwimmen. Irgendwo, obwohl wir die eh nicht alle finden werden. Also ganz ehrlich, die Mühe mache ich mir einfach nicht. Ich bin auch kein Mensch, der Spiel auf 100% spielt. Ganz ehrlich, ist Quatsch. Ja, also hier ist auf jeden Fall leer. Jetzt können wir hier einmal so runter und können die beiden mitnehmen. Wir müssen eh zu Donna zurück. Also wir können hier tatsächlich so irgendwie alle mitnehmen über die Breitseite. Also über die westliche Seite. Ich glaube, hier ist auch wirklich nichts. Nee, da gucke ich jetzt nicht weiter. Die Musik ist immer noch ein bisschen unheimlich. Ich hoffe, die wird gleich wieder netter, wenn wir zu einer schöneren Insel kommen. Und ich hoffe wirklich, dass wir die, ja, dass wir die Elites aufhalten können. Das ist hier so ganz bisschen, also das Spiel wurde letztens sehr mit Stardew Valley verglichen. Obwohl ich finde, dass man dieses Spiel gar nicht mit Stardew Valley wirklich vergleichen kann, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das hier wirklich ein Farming Simulator ist. Es hat halt Elemente davon, aber es ist halt nicht wirklich ein Farming Simulator. Es ist eher wirklich dieses Quest, also eher ein Abenteuerspiel, würde ich sagen. Ich kann von hier aus sehen, was sie für eine schöne Zeit haben, wenn sie mich nur reinlassen würden. Was? Wer hat hier eine schöne Zeit? Ich weiß nicht, wen sie meint. Gibt's. Ah, guck mal, da ist ein Häuslein. Aber wie kommen wir denn da hin? Gar nicht. Was ist das überhaupt? Ich bin verwirrt. Es gibt keinen Eingang, ne? Das ist schade. Sind das auch Elites hier drin? Es gibt wirklich keinen Eingang, ne. Da ist nichts zu machen. Na gut. Sehr, sehr schade. Würde gerne hin. Ich wüsste gerne, was das ist. Vor allem, weil sie uns echt nicht gesagt hat, was das jetzt für ein Posten da sein soll. Naja, sieht nicht so aus, als wollten die gerne Besucher. Ich guck mal hier noch kurz. Oh. Ich sag ja Postkram. Nein, ich drücke mal F aus Versehen gerade. H-O-D-L. Hudel? Was? Keine Ahnung. Keine Schnur. Immer noch nicht. Hab keine mitgenommen. Ja, das ist auch ein bisschen doof. Ich fahre gerade die Inseln ab und habe nicht mal eine Angelschnur dabei. Und, oh, unser Tank. Naja, wir versuchen mal, die eine Insel noch mitzunehmen. Ich glaube, wir müssen einen Abstecher nach Hause machen. Das sieht hier bald schlecht aus. Oh je, hoffentlich schaffen wir es dann noch nach Hause. Ist ja doch schon noch eine Ecke. Ja, was wollte ich eigentlich gerade mit Stardew Valley sagen? Ach so, ja, wegen den Elites. Ist so ein bisschen wie bei Stardew Valley mit dieser... Was war das? Diese Cola-Leute da. oh Gott, ich habe vergessen, wie die heißt. Dieser Supermarkt da. Dieses furchtbare. Ereti, aus dem Weg, Kleine. Hey, sei vorsichtig. Wie kann jemand, der so klein ist, so ein Boot steuern? Ich bin nicht klein. Ist das ein Flugzeug eigentlich hier? Und es gehört meiner Großmutter. Was für eine tolle Großmutter, lässt einfach ihre Enkelin allein. Was soll's, so lernst du wenigstens was. Du brauchst niemand anderen auf der Welt, nur dich selbst. Das stimmt nicht. Wenn du sagst, Kleines. Hör auf, mich Kleines zu nennen, ich heiße Koa. Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ich heiße Ereti, ich bin die schnellste Piratin in Mara. Und jetzt entschuldige mich bitte, aber ich muss weiter. Du tust so, als ob das Meer nur dir gehört. Weil das der Wahrheit entspricht. Ich hoffe, unsere Wege werden sich nie wieder kreuzen. Leb wohl, kleines Mädchen. Aber cooles Ding, ne? Also, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Plaudern. Dafür ist eigentlich nie Zeit. Okay, keine Ahnung, warum der da ist. Irgendwie cool. Also zumindest das Fahrzeug würde ich auch nehmen. Oder das Boot oder was auch immer. Nein. Da ist er. Der Tintenfisch, den wir bräuchten. Glaube ich. Oder ist das ein Kalampen? Warte mal. Sieht ein bisschen... Ja gut, ich komme gerade nicht ran. Aber ich glaube, es ist er. Ich glaube. Bin mir nicht ganz sicher. Schade. Hätten wir jetzt mal eine Angelschnur dabei gehabt. Was ist am nächsten? Quelis oder... Ja, aber auf unserer Heimatinsel können wir uns das selber machen. Also ich muss ja nicht Geld dafür ausgeben. Ach so, die Insel. Ja, die sollten wir uns vielleicht auch mal angucken. Die ist ja neu. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie sie heißt, leider. Ich habe auch vorhin nicht drauf geachtet, wie die andere Insel hieß, wo wir nicht rauf konnten. Der Name hätte vielleicht Hinweise drauf gegeben, was das ist.
Ist diese Insel der beste Ort in ganz Mara? Ich denke schon. Oh ja, ich... Nee, das mit den Robben, aber... Aber das ist schon... Das ist schon sehr niedlich. Ja, das ist die Schweineinsel. Das ist, ja, Kirkus Island. Hier. Das sind eigentlich keine Schweine. Das ist hier, ja, hier ist mal Odysseus gelandet mit seiner Mannschaft. Ja, Pech. Was macht das Schwein da? Oh Gott, ist das süß. Oh. Beste Insel ever. To my boyfriend, Jason. Every adventure makes me fall deeper in love with you. An meinen Partner, Jason. Jason? Das passt ja tatsächlich hier mit Jason. Jason. Naja. Ja, jedes Abenteuer sorgt dafür, dass ich noch tiefer in Liebe mit dir falle. From the highest mountain to the deepest, vom höchsten Berg zu den tiefsten Seen. Mein Herz folgt dir überall hin. Ich lieb dich, Priscilla. Sorry, aber boah, ätzend. Aber noch mega ätzend. Ich finde das wirklich ätzend. Also ganz ehrlich, wenn mir einer sowas schreiben würde, ich würde Schluss machen. Da wäre direkt vorbei. Da würde ich sagen, sorry, aber wenn du dir so wenig Mühe gibst, mir eine Liebeserklärung zu machen, die nicht schon millionenmal geschrieben wurde, dann nee, danke. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Literaturwissenschaftlerin bin, aber das ist mir echt zu billig. Oh, diese Schweinchen sind so müde. Es muss hart sein, die ganze Zeit nichts zu tun zu haben. So. Dies ist das Leben, das ich brauche. Ja, also ganz ehrlich, hier würde ich auch leben. Da braucht man doch auch gar keinen Partner. Ganz ehrlich, hier Schweinchen. Oh, das ist ja wie diese Meerschweincheninsel. Kennt ihr das? Ich habe das mal irgendwo gesehen in einem Beitrag. So eine Insel, wo Meerschweinchen im Wasser rumschwimmen. Gut, hier sind es richtige Schweine, aber... Also große Schweine, aber hey. Ach, was machst du denn hier? Naja, sie schläft. Ich wecke sie besser nicht auf. Schade. Ich dachte, wir talken eine Runde. Endlich! Wir können die Ananas-Quest machen. Oh, wie gut. Und wir können Ananas pflanzen. Schön! Leider ein bisschen wenig. Ich wünschte, wir hätten ein paar mehr bekommen. Na gut, weil ich würde die natürlich auch gerne selber pflanzen. Wir müssen uns merken, Schweineinsel, Honig und Ananas, wenn wir brauchen. Oh, das ist so süß hier. Also ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, das ist tatsächlich die beste Insel. Ich muss mich revidieren. Ich dachte, es wäre die andere Insel mit den Robben, aber das hier ist schon hart niedlich. Also, das hier ist super niedlich. Kriegt er auch... Ja, wir haben tatsächlich einen Köder bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist das Schweinchen, was wir vorhin gefunden haben. Das haben wir jetzt nicht von hier mitgenommen. So, dann müssen wir, glaube ich, noch eins runter und dann zu unserer Insel östlich, ne? Ich gucke lieber nochmal. Ja, weil ich will die Angelschnur eigentlich selber machen. Und dann können wir auch gleich das Gericht herstellen. Ach so, ist die Frage, ob wir Reis haben. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht müssen wir auch noch Reis kaufen gehen. Könnte sein, dass uns da tatsächlich noch was fehlt. Die Insel hat die Form von dem Köder, den wir gerade gefunden haben, irgendwie. Naja. Aber auf der waren wir schon, da müssen wir nicht mehr hin. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Wir müssen auch unbedingt den Tank auffüllen. Ich habe da immer, ich kriege da gleich die Krise, wenn ich das sehe, dass es schon so wenig ist. Ich weiß, es ist eigentlich noch super viel. Und wir könnten hier wahrscheinlich noch nach Lust und Laune fröhlich rumrasen, aber mir macht sowas immer ein bisschen, ich werde da immer leicht nervös, wenn ich merke, dass Benzintank oder was auch immer leer geht. Und man dann irgendwo festsitzt. Ich möchte nämlich auch kein Geld bezahlen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr so viel Geld im Spiel. Aber ich möchte trotzdem ungern es einfach so sinnlos verballern. Muss nicht sein. Auf jeden Fall, was bei beiden Spielen gegeben ist, also hier nochmal im Bogen zu Stardew Valley, die Niedlichkeit ist auf jeden Fall bei beiden Spielen da. Also auch die Viecher hier sind niedlich, die Viecher bei Stardew sind mega niedlich. Das sind beides sehr süße Spiele. Und ich würde wirklich, wirklich gern, ich muss mal gucken. Ich hatte halt echt Probleme, als ich mal Stardew Valley aufnehmen wollte. Es ging einfach nicht. Aber jetzt schon wieder ein neuer Inhaltspatch. Ich würde es echt gerne spielen. Und ich weiß genau, wenn ich es nicht aufnehme, dann werde ich das nicht ordentlich spielen. Dann fange ich vielleicht mal an, aber spiele nicht weiter. Also ich würde es super gerne als Let's Play machen. Das wird auf jeden Fall so ein endlos Let's Play mit 1000 Folgen oder so. Ich habe, als ich das erste Mal gespielt habe, Stardew Valley, das erste und einzige Mal, habe ich 100 Stunden, glaube ich, da drin verbracht. 100 Stunden. Also ihr könnt euch vorstellen, jetzt gibt es ja noch mehr Inhalte als... Ich habe ganz am Anfang gespielt. Seitdem gab es mehrere Inhaltspatches. Also man kann sich vorstellen, das Let's Play wird ewig gehen. Das wird so lange gehen, wie der Kanal hier wahrscheinlich besteht. Und ja, ich möchte das aber wirklich gern spielen. Wirklich, wirklich gern. Und das sehe ich nur als Möglichkeit, wenn ich es Let's Playe tatsächlich.
Also wir schauen mal. Oh, ich sollte hier mal die kleinen Hühnchen auf jeden Fall füttern. Komme ich auch anders ganz schwierig, aber machbar. Doof, dass die Mais fressen. Davon haben wir, glaube ich, nicht endlos. Hier kann ich auch noch. Ah, jetzt rennen die mir wieder hinterher. Das ist nicht so gut. Und der Lüfter röchelt, weil der Kater gerade sich die ganze Zeit neben dem Lüfter geputzt hat. Das ist natürlich auch super. Jetzt ist der wahrscheinlich wieder ein bisschen überheizt. Ah, Mais. Ja, Mais brauche ich. Was nur doof wäre, als ich damals Stardew Valley gespielt hatte, habe ich den heißesten Typen der Insel rumgekriegt und geheiratet. Ich würde natürlich beim zweiten Durchlauf nicht nochmal den gleichen nehmen. Aber eigentlich mag ich den schon am liebsten. Ich habe den Nerd genommen. Also den, der da immer im Keller hockt. Und Videospiele weiß ich gar nicht, aber Brettspiele, glaube ich, oder sowas hat er gespielt. Der mit dem Motorrad. Den fand ich schon ziemlich niedlich, den Typen. Die würde ich natürlich gerne nochmal nehmen. Andererseits kenne ich ja jetzt schon die Dating-Videos und so. Da muss ich mich dann, glaube ich, wenn ich nochmal spielen sollte, entscheiden, wen ich dann an dessen Stelle nehmen sollte. Wobei ich sagen muss, den Schmied, den würde ich schon allein deswegen... Nee, ich will ja nicht spoilern. Für Leute, die Stardew noch nicht gespielt haben, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern. Es gibt Gründe, warum ich mich auch gegen manche Personen entschieden habe, die ja wo eigentlich sozusagen schon... Nee, ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich will nicht spoilern. Ich will niemanden Stardew Valley versauen gerade. Das lasse ich mal. Ich weiß ja nicht, wer hier schon Stardew gespielt hat und wer nicht. Ich mache mal ein bisschen Öl noch. Faden. Oh ja, Faden. Mehr nicht. Oh, wir müssen Baumwolle wieder anpflanzen. Muss ich wohl kaufen. Ich weiß nicht, ob wir draußen welche haben. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, wenn wir hier so eine Dinger noch machen. Ich mach mal eben. Hier geht... Ah, da fehlt Harz. Okay. Können auch noch mal ein paar Lehmdinger machen. Steine sollten wir auch genug haben. Das geht alles nicht. Nö, brauche ich nicht. So, was, wie sieht's aus hier mit dem... Ist es das? Nee. Doch? Nee, das ist... Doch! Oh Gott, wir brauchen da viele Ananasse. Okay. Ananasse? Ist das die Mehrzahl? Ananas. Oh Gott. Ja, Literaturwissenschaftlerin. Man merkt's. Oh, sehr schön. Wir haben einen Trüffel, oder? Ist es jetzt Trüffel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist ein Trüffel. So, wir füttern die auch mal, damit wir hier mehr nachkriegen. Und das ist größer geworden. Welches Schweinchen kam jetzt dazu? Nochmal so ein schwarz-braunes, ne? Nein! Oh mein Gott! Ja gut. Schweinchen abgehauen. Das war's mit Schweine. Ja gut, dann kommt alle raus. Nein! Oh, jetzt... Mensch, ist das hier gerade eine schwierige Geburt. So, kommt raus. Da gehen sie aber auch sofort los, ne? Achso, weil ich sie gefüttert habe. Deswegen? Ich würde gerne das andere Schwein auch noch füttern. Moment. Habe ich schon alle? Achso, dann habe ich die wahrscheinlich gerade schon aus... Hilfe. Ich konnte mich gerade da nicht rausbewegen. Ich konnte nicht springen, tatsächlich. Ich saß da gerade etwas fest. So, Ananas. Wo muss ich denn die pflanzen? Da müssen wir die wohl leider pflanzen, tatsächlich. Hä? Da. Wir müssen erst einen Brunnen bauen. Okay. Wir bauen einen Brunnen. Brauche ich da Holz? Ich weiß es gar nicht. Achso, das müsste ich ja hier auch sehen, oder? Nicht hier. Halt. Ein Brunnen. Wassertank. Das haben wir noch nicht gebaut, ne? Ich glaube nicht. Achso, da brauche ich aber Nägel. Na gut, geht auch nicht. Brunnen. Einen kleinen können wir bauen. Großen brauchen wir noch ein paar Steine und ein Seil. Okay. Das kriegen wir hin. Wenn wir Glück haben, sind hier Steine. Oh, jetzt schlafen die Schweine auch draußen. Ich hoffe, die kriegen wir irgendwann wieder rein. Ich will eigentlich... Obwohl, nee, die können hier ruhig rumlaufen, ganz ehrlich. Ist auch schade, oder? Die einzusperren im Gatter. Das ist auch nicht besonders groß da drin. Das lassen wir mal. Wir müssen halt nur, was denn doof ist, die entfernen sich wahrscheinlich auch weit von ihrem Gehöft. Wird vielleicht schwierig, die dann zu füttern. Weiß ich nicht. Oh, wir haben irgendwas voll. Da habe ich es gerade gesehen. Das wird... Ja, das wird nicht mehr geupdatet. Das ist doof. Müssen wir gleich mal schauen. Da muss ich irgendwas draus herstellen oder so. So, das auch nicht vergessen. Das habe ich nämlich gerade schon fast wieder vergessen. Mir ist es gerade nur eingefallen, weil wir hier in der Nähe sind. Es ist gerade ziemlich warm bei mir drin. Ich muss gleich mal ein Fenster aufreißen, wenn die Folge aufgenommen ist. Es war gerade arschkalt, als ich mich an den PC hier gesetzt habe. Und jetzt, ja, habe ich es wohl etwas übertrieben mit der Heizung. Weil ich, ja, es unbedingt warm haben wollte.
So ein Seil müssten wir machen können. Haben wir vielleicht wieder keine Angelschnüre? Ah, das wäre doof. Mal schauen. Ich kann die, glaube ich, nicht füttern, wenn ich schlafe. Und ich würde ja auch echt gerne... Jetzt erstmal ein Seil. Eins reicht ja schon. Was kann ich denn aus diesen einen Dingern? Gar nichts? Sehe ich jetzt nichts, was ich daraus machen könnte, tatsächlich. Aus den Steinen, die wir voll haben. Tja, blöd. So, jetzt gucken wir mal nochmal. Der große Brunnen. Hier haben wir noch kleine stehen. Wir könnten den noch hier hinstellen. Bisschen bescheuert, dass hier jetzt so viele Brunnen rumstehen, aber naja. Ist da schon Wasser? Oh, ja gut. Jetzt habe ich aus Versehen gedrückt, tatsächlich. Ich wollte eigentlich erstmal nur gucken, wie viel überhaupt drin ist. Schläft das so mit offenen Augen? Okay, das ist gruselig. Nein! Ah, die Erdbeere hat nichts abbekommen. Ach, Mist. Ist ja blöd. Na gut, passiert. Gut. Dann sollten wir jetzt eigentlich... Ich muss gerade noch ein bisschen Zeit rausholen, ihr seht es. Weil es ist jetzt zu spät, um schlafen zu gehen und noch einen Tag zu machen. Dafür ist die Folge schon zu weit. Zeitlich. So, jetzt müssten wir... Ja, können wir. Meer. Okay, am Meer muss die gepflanzt werden. Ja, hier ist noch ziemlich kahl, ne? Hier könnten wir eigentlich noch was hinstellen. Das funktioniert auch mehr oder weniger. Hallo? So. Ja, ist natürlich blöd. Wir nehmen jetzt alle Ananasse, die wir haben, aber naja. Okay. Schwierige Geburt. Chor geht's nicht so gut. Kann ich... Warte, ich esse einfach noch was. Da. Nicht, dass wir jetzt beim Pflanzen umkippen hier. Dann gibt's eine Ananas. Sehr schön. Haben wir drei Stück. Hoffen wir mal, dass die schnell was abwerfen. Das hat echt lang gedauert, ne? Bis wir hier mal an unsere Sachen rankommen. So, jetzt gibt's nochmal eine Bienenkönigin hier rein. Nee, Angelschnüre muss ich aufheben. Schweinchen, ja, schlafen draußen. Ich dachte, dass sie vielleicht beim Schlafen dann reingehen, aber nö. Gut, dann fäll ich hier noch ein paar Bäume. Wir haben halt noch ein bisschen Zeit. Ich will die jetzt nicht einfach so die Folge beenden, wo es gerade schon so wenig Folgen gibt. Das wäre jetzt dann doch ein bisschen doof. So. Ja, und wie ich auch gerade auf Stardew Valley schon wieder den Bogen dahin, tatsächlich habe ich halt überlegt, ob man Stardew Valley eben nach Summer in Mara aufnehmen könnte. Weil ich möchte nicht zwei Spiele gleichzeitig laufen haben, die ein bisschen zumindest in so eine niedliche Farming-Richtung gehen. Da wäre es mir schon lieb, doch ein bisschen verschiedene Spiele zu bieten. Jetzt haben wir halt einerseits ja so ein Crafting-Survival-Ding mit Tinkertown. Wir haben jetzt hier dieses Farming-Abenteuer-Story-Ding. Mit dem hier. Mit Summer in Mara. Und wir haben noch... Ich hab's vergessen. Was war nochmal das dritte Spiel, das wir haben? Ich habe es vergessen. Monster Sanctuary und Metroidvania. Also schon drei einigermaßen verschiedene Spiele. Wenn auch alle drei lustigerweise doch sehr niedlich. Vielleicht sollte ich mal wieder irgendwas rauskramen, was nicht so niedlich ist. Für die Gamer unter euch, die nicht unbedingt so die Niedlichkeitsfanatiker sind. Ich mag auch durchaus Spiele, die nicht nur niedlich sind. Deswegen ist das für mich tatsächlich auch kein Problem. Ich hatte ja auch echt mal wegen Resident Evil 7 überlegt, aber ich glaube, das wird mein PC nicht schaffen. Ich würde super gern spielen und ich glaube, als Let's Play könnte ich das sogar spielen. Ich habe es halt nur mal als Let's Play ausschnittsweise bei Gronkh gesehen. Ich habe nicht alle Folgen geguckt, weil ich es eben auch mal spielen wollte. Ich habe so immer mal wieder eine Folge geschaut. Ja, da hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist grafisch zu krass. Das wird, glaube ich, mein Rechner nicht schaffen. So, ich glaube, an Eicheln wird es uns nicht mangeln. Also ich glaube, Bäume haben wir jetzt erstmal genug. Gut, dann würde ich sagen, können wir schlafen gehen. Komm, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Das ist okay, es ist 24 Uhr. Ich glaube, Koa fällt wahrscheinlich eh gleich um. Also dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Gute Nacht.